Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite Hochstapler. Und Fortnite Hochstapler ist der Among Us Modus, aber halt in Fortnite umgesetzt. Ich bin jetzt ein Agent, es gibt zwei Hochstapler pro Runde. Und die müssen wir logischerweise rauswählen. Ich muss jetzt hier ein paar Tanzmoves machen. F, R, E, E, F, 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 Klick, Klick, F. Oh, ein Fragment wurde gemeldet. Das bedeutet, die Nummer 3 wurde jetzt von Nummer 4 entdeckt. Nummer 3 ist jetzt aus dem Spiel. So sieht das aus. Ey, der hat einen Llama Ride. Wo kriegt man denn den her? Ich stimme für 4. Ich stimme für 4. 4 hat sich selbst gemeldet. 4 ist der Hochstapler. Also entweder macht 80 überhaupt keine Sorgen oder Wartung. Ich muss drauf 4. Also der hat einen richtigen Hass auf 4. Was sagt denn 4 dazu? Gar nichts. Ich habe okay, die sagen alle 4. Ich habe gesehen, wie 1, 3 am Okay, ich glaube 7. Jetzt sagt er, ich stimme für 4. Okay, 7 ist, glaube ich, mal der zweite. Oben sieht man, wer alles schon abgestimmt hat. Und oben links, wie viele hoch... okay, da ist mein Cam davor, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ich glaube, Nummer 7 ist der zweite Hochstapler. Der hat erstmal, während alle auf ihn auf 4 geschossen haben, irgendwen anders verdächtigt. Da, Moment, wer ist denn 1? Der hat auch gar nichts dazu gesagt. Dem ist egal. Ich habe am Ort Brücke erledigt. Ich weiß gar nicht, wo sieht man die Map unter M? Ah, ich war bei den Schlafräumen. Und nun bei Wartung. Habe ich jetzt nicht gefunden. 5, 6. 6 Leute haben für ihn gewartet. Er war ein Hochstapler. Also, ich denke mal, Nummer 7 kann man leicht sagen, ist es. Und wir haben immer noch die Mission. Ach, stimmt, die war nicht fertig. Aber die Distanz finde ich actually nice. Okay, Nummer 10 können wir vertrauen. Wir machen mal nochmal ein paar Tanzmoves. Zack. 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 Hä? Das sind ja immer die selben Tanzmoves, egal was ich drücke. Und Charlie Party, das heißt, wurde sabotiert. Du hast gewonnen. Sehr schön. Ihr müsst in den Sicherheitsraum. Berechtigung aktualisieren. Ein Fragment wurde gemeldet. Von wem? Nummer 6. Okay, das heißt, Nummer 7 ist immer noch drin. Ich werde jetzt mal mit der Taste Q sagen und meinen Verdacht äußern, beschuldigen. Ich stimme für 7. Nummer 7 ist mir schon sass. Ich stimme für 2. Ich überspringe die Abstimmung. Ich misstraue 2. Also 8 hatte ja... Es muss nicht unbedingt da heißen, dass 8 ja zweimal richtig hat. Aber 7 hat sich in der ersten... Abgesehen wie 8. 6 am Ohr. Ja, okay. Also wenn jetzt 8 nicht auch gegen 7 schießt, dann... Der erfindet einfach nur Sachen. Ich stimme 7 nicht zu. 8 hat Arbeit an Aufgaben vorgetäuscht. Ja, 2, das... Ja, okay, wenn der nicht rausfliegt... Noch nie. Hä? Ach, das, warum? Warum überspringen wir Leute? Das verstehe ich nicht. Es ist so klar, aber die Leute. Gut. Dann machen wir ein bisschen Boom. Ist auch sicherlich gut. Ist ja nur euer Leben. So, den Scan finde ich nice. So, da. So. Ihr müsst jetzt Maustaste geklickt halten. Und hier.
Ah, nee, ich muss gar nicht gedrückt halten. Ich muss einfach nur drauf zeigen. Scan abgeschlossen. Und... oh nein. Oh nein, da ist 7. Diese Aufgabe ist auch geil. Man muss jetzt zweimal den USB-Stick reinstecken. Ich glaube, das kennen zu viele. Aktenversorgung. Hier. Jetzt. Akte nehmen. Beim CSI. Ach so. Akte einsortieren. Ach hier. Sind noch Akten? Falschakte im Schrank. Akte einsortieren. So, nehme ich die und hier rein. Okay. Dann hier runter und neben dem Büro. Aber bis jetzt habe ich noch kein Fragment gefunden. Oh nein, sie rennen. Rennen. Computer neu starten. Was? Okay, wir haben ein Emergency Meeting mit Nummer 8. Jetzt bin ich gespannt. Bitte 7. Ich stimme. 5 ist der Hochstapler. Frage, was hat 5 gemacht? Überspringen. Jetzt bin ich gespannt. Ich misstraue immer noch 7. Die arbeiten. Arbeit an Aufgaben vorgetäuscht. 5 Bürostapler. War in der Nähe des Ortbüros. Ich war auch beim Büro. Ich bin der Letzte. Nee, also. Ich überspringe. Er wird vorausgewortet, aber wenn es falsch ist, dann liegt es nicht an mir. Also, ich bin da nicht der böse Kopf. Ja, wie sieht's nun aus, goldenes Lama? Einhorn. Was auch immer du bist. Sag ich doch. Jetzt bin ich nicht schuld, dass er draußen ist. Es ist die Nummer 7. Ich schwöre es. Wenn Nummer 7 nicht ist, dann... esse ich ein Gummibärchen. Zack. Aufzug mit Strom versorgt. Kann ich jetzt fahren? Nee, warum auch? Ich glaube hier ja eh nur... Okay. Ah, ich muss jetzt was reparieren gehen oder einen Hammer abliefern. Die Aufgabe hatte ich selbst noch nicht. Ey, dieser Charlie-Alarm. Der ist so praktisch, aber geht mir inzwischen nur noch auf die Nerven. Ach, hier. So. Nein. Verschwind. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Sektor 1. Verstecken. Ich glaube, er ist weg. Ah ja, jetzt haben wir die Kevin-Aufgabe. Jetzt dürfen wir Kevin mit Bechern beschmeißen. Was auch immer das für das Raumschiff bringt. Ob der dadurch Energie macht oder nicht, ich habe keine Ahnung. Oh, die Nummer 8. Die Nummer 8 hat sich schon getäuscht. Ich sag 7. Entschuldigen. Ja, ich stimme auch für 7. Also, wer... wacht er endlich auf. Gut. Ja, also er ist raus. Ich habe gesehen, wie 1-2 am Ort Brücke eliminiert hat. Ziemlich blöd. Ich hab's nicht gesehen, also muss ich raten. Stimme für 9? Das macht wieder überhaupt keinen Sinn, wenn er ihn eliminiert hat. Warum votet er dann für mich? Man merkt einfach nur, der Typ hat keine Ahnung. Der hat nur einen Ferrari. Sehr sad. 1 hat sich selbst gemeldet. Hä? 7 hat übersprungen. Das macht schon wieder keinen Sinn. Also raus mit dir. Travis Scott. Das geht einfach so nicht weiter mit uns.